Hey Leute, heute geht es um die Bartpflegeprodukte von Mr. Bear Family, beziehungsweise um drei dieser Bartpflegeprodukte. Das Shampoo, den Bartbalsam und das Bartöl. Und ich möchte euch sagen, was der preiswerte Schwede denn alles so kann. Es ist ganz interessant, dass ich ungefähr so 3 Jahre, nachdem ich mir angefangen habe, einen Bart wachsen zu lassen, endlich mal wieder Mr. Bear Family benutzt habe, denn das war tatsächlich meine erste Bartpflege, die ich mir überhaupt gekauft habe. Warum? Weil Mr. Bear Family zu den preiswertesten Bartpflegeprodukten gehört, die es auf dem Markt so gibt. Abgesehen natürlich von dem Brisk-Bartöl und dem Brisk-Shampoo, aber die lasse ich jetzt mal raus, weil die sind sowieso scheiße. Wie dem auch sei, in diesen 3 Jahren habe ich viele verschiedene Produkte testen können und war deshalb super gespannt, nochmal so den Klassiker oder so die ersten Bartpflegeprodukte zu probieren, um zu sehen, wie die sich denn so schlagen, verglichen mit dem, was ich in der ganzen Zeit denn jetzt so benutzt habe für meinen Bart. Alle Produkte von Mr. Bear Family gibt es in 3 Geruchsrichtungen, in Wilderness, Woodland und Citrus, und ich habe hier die 3 Produkte mit der Geruchsrichtung Duftnote Wilderness. Das Ganze riecht so ein bisschen nach Citrus, so ein bisschen limettig, aber mit einer holzigen Note, sehr frisch, aber trotzdem irgendwie so naturmäßig. Das sind jetzt alles keine Gerüche, die so super speziell sind, sondern eher so die klassischen Bartöl-Düfte, wie Bartöl-Kenner, die es unter euch vielleicht gibt, bestätigen können. Aber trotzdem merkt man ganz gut raus, dass die Düfte jetzt nicht total dahingeklatscht sind, wie das zum Beispiel bei dem Brisk-Bartöl der Fall ist, sondern das ist alles sehr klassisch und unspektakulär, aber trotzdem auf so eine gute Art und Weise. Anfangen würde ich gerne mit dem Bartöl, denn das ist das Produkt, was ich auch früher von Mr. Bear Family da hatte, und ich muss sagen, dass das ein gutes Einsteiger-Bartöl ist. Es ist nicht so das Beste, was ich je benutzt habe, denn mit Girls oder Beard Brand kommt man da auf jeden Fall Welten weiter. Aber es ist trotzdem eine gute Basis, würde ich sagen. Die pflegenden Bestandteile dieses Öls sollten jedem Bartträger, der schon mal auf die Rückseite von so einem Bartöl draufgeschaut hat, bekannt sein. Denn es sind Mandelöle, Jojobaöl und Arganöl. Außerdem ist hier noch ein bisschen Vitamin E mit drin, sehe ich. Und natürlich der ätherische Ölmix, der für den typischen Geruch sorgt. Auf der Pro-Seite muss ich sagen, das zieht sehr schnell ein und lässt sich sehr gut in den Bart einarbeiten, weil es nicht so super schmierig ist. Es hinterlässt keine Rückstände in den Händen. Aber auf der anderen Seite ist der Nachteil, würde ich sagen, dass es nicht so lange vorhält. Also es zieht wirklich sehr schnell ein und ist dann auch nach einer Weile schon wieder weg. Genauso wie der Geruch nach einer Weile schon wieder verflogen ist, wenn man das Ganze nicht mit diesem fantastischen Bartbalsam, zu dem wir aber gleich noch kommen werden, anreichert. Aber dennoch ist das hier ein gutes Mittelklasse-Bartöl und ich denke, eine gute Empfehlung für alle Männer, die gerade mit dem Thema einsteigen. Machen wir weiter mit dem Bartbalsam. Der hat mir nämlich sehr gut gefallen, wie ich gerade eben schon angekündigt habe, und sogar so gut, dass ich darüber schon eine Rezension auf Barthelden, meinem persönlichen Bartblog, geschrieben habe. Falls ihr das noch nicht kennt, werde ich euch das am Ende des Videos noch in so einem kleinen Fensterchen verlinken. Was an diesem Produkt so toll ist, ist, dass es für einen Bartbalsam sehr fest ist. Es hat mich eher an so ein Schnurrbartwachs erinnert, aber man sieht, da sind deutliche Kratzspuren von meinen Daumen drin, und man kriegt das auch nicht einfach so mit dem Finger aus der Dose raus. Das heißt, man muss es rauskratzen, wie bei einem Schnurrbartwachs auch, aber sobald es in den Händen ist, verteilt es sich sehr gut und es sind auch keine Stückchen von Bienenwachs oder so mit drin, was dafür spricht, dass das Ganze hier wirklich sehr, sehr gut verarbeitet wurde. Im Bart bringt dieser Balsam eine sehr schöne Textur, eben weil er ein bisschen fester ist, sieht der Bart dadurch voller aus und bekommt auch einen Tacken mehr Halt, fast schon so viel, wie das bei einer Bartpomade der Fall ist. Und trotzdem pflegt er den Bart nebenbei auch noch sehr gut und man bekommt relativ viel für sein Geld, nämlich ganze 60 Milliliter. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das dritte Produkt, das ist das Bartshampoo. Denn bei Bartshampoos gibt es generell immer ein großes Problem, denn viele Bartshampoos trocknen den Bart nur unnötig aus. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Barthaar hat verschiedene Schuppen, die im Grunde genommen wie so ein Tannenzapfen aufeinander liegen, und ein Bartshampoo hat die Aufgabe, diese Schuppen zu öffnen. Das heißt, dass die Schuppen aufgehen und das Bartöl da eindringen kann. Und das große Problem an Bartshampoos ist, dass sie häufig den Bart deshalb, eben wegen dieser Eigenschaft, unnötig austrocknen. Und es ist verdammt schwer, ein Shampoo zu finden, was das nicht macht.
Ein sehr gutes Beispiel ist die Bart-Shampoo- und Conditioner-Kombo von Beard Brand. Link dazu steht in der Infobox. Ich bin auch Partner bei Beard Brand. Das heißt, ich mache sowieso auf meinem Kanal sehr viel Werbung für die Produkte, weil die auch einfach gut sind. Und ich hatte bis jetzt kein Bart-Shampoo gefunden, was dem Beard Brand Shampoo auch nur ansatzweise nahe kommt. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieses Bart-Shampoo auch eine sehr, sehr gute Alternative ist, eben weil es deinen Bart nicht austrocknet. Und das ist mega, mega, mega selten. Im Fazit kann ich also sagen, dass das bärige Unternehmen aus Schweden hier eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Das Bartöl ist ein gutes Mittelklasse-Bartöl, gutes Einsteigerprodukt. Aber die beiden hier sind wirklich allererste Spitze. Und wie immer setze ich euch alle Links zu diesen Produkten in die Infobox rein, damit ihr schauen könnt, ob das was für euch ist und ob ihr das nicht vielleicht beziehen wollt. Alles klar, das war es soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr zum Thema Bärte wissen wollt, dann schaut doch einfach hier unten auf meinen Bart-Blog, den ich eben angekündigt habe, oder schaut einfach weiter ein Video, was hier oben eingeblendet wird. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, dieses Video zu bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.